Ah, ja, natürlich, natürlich. So. Dann ist der schon mal außer Betrieb. So. Sieht uns wieder irgendeiner oder was? Oh, die sind so ätzend. So, ab ins Kraftwerk. Jetzt suchen wir mal ein paar Leute. Das ist zwar noch keine Quest, wird wahrscheinlich auch nie eine Quest werden, aber das wäre schon ganz gut. Also für mich persönlich ist es doch nicht so schlecht, das tatsächlich auch zu machen. Okay, da ist irgendwo unten. Und praktischerweise ist der Techniker auch hier in dieser Richtung. Ja, die Gegner sind mir gerade alle so ein bisschen egal. Kühlmittelkammer. Ian Wolfson, da unten soll er sein. Da schönes? Achso, Ersatzteile. Können wir nur tragen. Brauchen wir nicht. Ja, wenn es angeht. Dr. Yu, Dr. Igwe. Ja. Wir haben das Subjekt. Ja. Dahl und seine Lebenszeichen sind stabil. Mhm. Dank Ihnen. Wir bereiten ihn gerade in der Neuromod-Abteilung vor. Mhm. Kommen Sie schnellstmöglich her. Ja, bald. Triff Igwe im Neuromod-Einsetzungsraum. Ich hätte ihm fast Einsatzraum vorgelesen. Das wäre natürlich falsch gewesen. Was? Triff Igwe. Ach Mensch, jetzt ist die Quest wieder an. Aus. So. Triff Igwe. Was? Warum ist die immer noch an? Warum ist die immer noch an? Weil... Deswegen. Das war gerade das Falsche, glaube ich, oder? Ja, ich habe gerade das Falsche deaktiviert. Zack, zack. Zack, so. Und der soll... Hallo. Da unten sein. Hallo, schön, Hallo. Sie wieder zu sehen, schön, Dr. Sie zu sehen. Ja, hier gibt es ja noch einen Zugang. Ah, da oben war er. Gut zu wissen. Ich hoffe, dass diese komischen Operator hier nicht auch hier Zugang gekriegt haben. Das wäre extrem unschön. Wir sind schon ganz oben, ne? Und der soll auch noch da oben auch noch drauf sein. Hä? Ach. Da ist er. Okay, gucken. Kommen wir da irgendwie dran vorbei an den Rohren? Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Glaube ich nicht. Nee, kommen wir nicht. Da kommen wir nicht dran vorbei. Hoppla. Ja, hoppla. Mach doch mal Platz. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Und zack.
Ich sehe ihn, aber ich weiß nicht, wie ich drankomme. Ob es da oben vielleicht noch irgendwie einen Durchgang gibt oder so, aber die Deckenhöhe ist hier auch sehr stark begrenzt jetzt. Von daher glaube ich... glaube ich nicht, dass wir da irgendwie noch hinkommen. Ganz besonders nicht, wenn wir irgendwie dauernd runterfallen irgendwo. Was ist das da? Das ist nix. Da brennt doch was. Ja, eine Leitung, aber die ist mir gerade völlig egal. Oh, nicht schon wieder ein Albtraum. Also langsam, weißt du, gehen mir die Viecher tierisch auf den Sack. So. Hier in Ralston. Aber wie kommen wir zu ihnen da hoch? Oh. Der Müll hier in meinem Weg. Da noch irgendwie hochkommen, ich habe keine Ahnung. Also an diesem Schacht ist er nicht. Ah, gut. Gut, jetzt sind wir wieder ganz oben. Aber höher kommen wir hier auch nicht, glaube ich. Weil hier ist die Decke, da... Nee, da kommen wir nicht mehr hin. Da kommen wir nicht... Ich weiß auch nicht, wie. Wie sollen wir da hinkommen? Oder war das dafür gedacht? Aber... Nur weil wir einen Sauerstoff abstellen, heißt ja noch nicht, dass wir dann auch... dass wir dann auch irgendwie ja, toll. Man kann nicht ganz nach oben gucken. Das ist ja jetzt ärgerlich. Also ich sehe ihn, aber ich weiß nicht, wie ich dran komme. Ich sehe leider auch nicht, ob da irgendwo noch ein Zugangsschacht ist oder ähnliches. Oder müssen wir uns jetzt mal tatsächlich... langsam an die Mimic-Mods tatsächlich ranmachen. Das wäre natürlich nicht so toll. Also die Typhon-Mods meine ich natürlich. Das finde ich nicht so toll. Hallo, schön Sie wiederzusehen. Schön ja, Sie zu sehen. Ja, ja, ja. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Ja, ja, quatsch mich nicht so voll. Können wir die eigentlich auch jetzt mal alle komplett entriegeln? Ich glaube nicht, dass wir die noch als Schutzraum noch brauchen. Auch sonst haben wir schon alles welche sammelt. Also nicht weiter hilfreich. Ja, ich sage noch, geht schnell, ja, ja, natürlich, natürlich. Moment, jetzt
Nein, hier schon mal nicht. Nee. Wie war denn das denn nochmal? So. Und so. Genau. So, hier raus. Der Techniker. Nee. Der da unten, da kam ich ja gerade her, da will ich nicht wieder hin. So. Ich komme. Ja, Plant Entrance. Hier ist es, glaube ich, richtig. Genau, Power Plant. Hier ist die Überwachung. Ja, ja, hier waren wir ja auch schon drin. Hier ist sonst nichts weiter respawned. Das finde ich sehr gut. So, nochmal zurück. Zur Sicherheitsstation. Zwei Programme. Ja, haben wir ja schon. Bereichskarte haben wir auch schon. Braucht man eigentlich nicht nochmal, aber trotzdem. Nein. Ja. So, Kraftwerk. Außenbereich. Bla bla bla. Bim, 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 bim. Wo war es denn noch? Lebenserhaltung haben wir, glaube ich, auch alle schon gefunden. Ja. Maschinenlabor. Gregory Kepner haben wir da noch nicht gefunden. Ist aber auch nicht so schlimm. Lane Carpenter, den habe ich aber schon gefunden. Warum wird er mir immer noch nicht als gefunden markiert? Maschinenlabor. Gut, da müssen wir eh hin, von daher. Und das machen wir jetzt auch gleich, dass wir langsam in der Story ein bisschen vorwärts kommen. Gregory Kepner, Waffenentwickler. Gut. Wo müssen wir jetzt hin? Wie, dahin? Maschinenlabor. Okay, okay, okay. Dann. Gut. Dann müssen wir wohl in die Richtung. Also wieder zurück. Ja, ich eile diesmal ein wenig mehr. Damit wir noch ein bisschen was schaffen. Es kann ja nicht sein, dass wir immer so ewig und 3 Tage brauchen. Ja. So. Gut, dann schauen wir mal, was hier noch los ist. Die klassische Transfer-Uniform ist ein extrem vielseitiger Raumanzug, der für verschiedenste Zwecke modifiziert werden kann. Das wissen wir bereits. Ja. Mikrogravitation entdeckt. Ja, 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 das ist auch gut. Ist eigentlich ganz gut im All, aber ich glaube nicht, dass hier sonderlich viel Gravitation herrscht. Wollen wir mal. Ah ja. Rennen. Mir gerade ziemlich bewusst, wer uns da von hinten sieht. Das ist mir gerade sowas von egal. Wenn wir erstmal den Techniker haben, dann können wir hoffentlich auch die Militäroperator-Spender dann auch hacken oder halt auch wieder zu normalen Operator-Dispensern wieder umfunktionieren. Das wäre echt klasse.
So, dahin ist der Techniker. Ah ja. Okay, ihr macht das schon, denke ich mal. Okay, Feuer frei, hast du gesagt. Das mache ich sofort. Frei Feuer. Vamos, Anzug wurde beschädigt. Boah. Dem komme ich auch alleine klar, da brauche ich keinen Military Operator zu. Oh shit. So rotziger alter Weber. Ach, ich wusste es doch schon. Schön. Boah. Okay, cool. Headphantom. Mann, 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 sind die ätzend. Die gehen mir gerade auch tierisch auf die Eier. Aber das ist mir auch gerade egal, weil wir jetzt eigentlich ein bisschen was zusammengesammelt haben könnten. Theoretisch. Ja, oder auch nicht. Mann, wo sind die alle hin? Oh. Hier ist das zweite Ätherphantom, das ist schon mal gut, aber wo ist da. Wo sind die anderen beiden Operator hin? Den hatte ich da. Ach, da haben wir noch einen. Den habe ich schon gelootet. Okay, gut. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Aber wenn wir schon mal hier oben sind. Nicht wahr? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, gib mal eine. Wohl einen harten Tag. Bitte halten Sie still. Dankeschön. Es dauert nur einen Moment. Alles erledigt. Ja, und tut auch gar nicht weh. Nur ein bisschen. Ach, du hast es nicht. Was soll denn das? Ach, Kinder. Plötsch. Plötsch, 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 plötsch. Sind echt ganz schön nervig geworden, diese Biester. Ach du, ah, das ist ja nicht. Ich weiß nicht, können wir mit dem irgendwas erreichen? Ach, das ist ja toll. Was? Quietsch, 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 quietsch. Was quietscht denn hier so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. E-Mail, da haben wir immer noch nichts Neues. Aber ich weiß, hier hinter ist ein Phantom. Sollte jedenfalls eins sein. Lane Carpenter. Blackbox Projekt. Tag, Lane! Strahlzellen, jawohl. Na, wie viele haben wir jetzt? Na, viele waren es ja nicht. Aber mehr als vorher. Daten übertragen. Blackbox Q3 Update. Backup-Datei.
Ui, Blackbox Memorandum, vertraulicher Fortschrittsbereich, Fortschrittsbereich, ja, 10B3. Zu Händen William Yu, das ist unser Daddy, Abteilung Maschinenlabor, Projektleitung Lane Carpenter. Projekt Blackbox, die Q-Strahlerweiterung für den NCN-9 Blackbox Militär Operator, ist dem Zeitplan voraus. Der Entwicklungsstand nach auszuführenden Aufgaben ist wie folgt. Optimierung der Kühlplatte zu 87% abgeschlossen, Entschuldigung. Umlenkung, Umgebungssteuerung zu 70% abgeschlossen. Wie Sie sehen, sind wir fast fertig. Sobald das Kühlsystem optimiert und in den Feuermechanismus des Q-Strahls integriert wurde, werden wir Prototypen zur Erde schicken. Die Tests gehen ebenfalls wie geplant voran. Vorläufige Ergebnisse zeigen vielversprechende Anregungen in der Molekularstruktur stromführender Systeme, noch nicht an lebendigen Objekten getestet. Ja. Mittlerweile schon. Nämlich an uns. Jetzt weiß ich wenigstens, warum die so stark sind. Die Dinger nutzen auch den Q-Strahl. Okay. Das ist aber nur ein Gehäuse. Okay. Das ist auch nur ein Gehäuse, auch nur ein Gehäuse. So, so. Vorratskiste. Ja, toll. Ein ganzer Teifenköder. Wundervoll. Das hat sich ja richtig gelohnt. So, Lane Carpenter. Jawohl. Auch der hat noch einen Fabrikatorplan. Was haben wir hier? Reagenzlastproben und ein Psi-Hypo. Und das war's schon wieder. Mehr hat er auch nicht. Oh, juhu. Ein Nullwellentransmitter, von dem wir auch so wahnsinnig viel immer nutzen. Was haben wir hier noch drin? Ja, Patronen, wollte ich sagen. Jawohl. Und da ist noch ein Q-Strahl-Zellenabteil mit 63 Ladungseinheiten. Sehr schön. Und der Techniker ist 7 Meter unter uns, glaube ich. CNC-9 Blackbox Military Operator. Ja. Schauen wir mal. Noch eine Kiste haben wir nicht, ne? Nein, ich glaube nicht. Boah, alles so viel Müll hier. Na gut. Dann ist hier auch nicht mehr. Das ist auch in Ordnung. Was quietscht der eigentlich so komisch? Ach so. Der Flexiform. Oh Mann. Der kleine Pfeil. Na ja, gut. Ja, man kann ja mal fragen, ne? Ja, ja, natürlich. Ist auch besser so. So, wie kommen wir jetzt nochmal runter? Ach, am besten springe ich hier einfach mal runter. Dann kommen wir hier leichter hin in den anderen Raum. Da müssen wir auch gar nicht hin. Und zwar müssen wir wohin? Da müssen wir ja gar nicht hin. Da kommen wir ja her. Ach nee, da kommen wir nicht her. Kaspar. Was sollten wir mit dem machen? Sollten wir den töten? Schaltet da als Techniker aus, der sich irgendwo im Maschinenlabor versteckt hält. Dahls Kommandoschüttel erhielt Informationen zum Aufenthaltsort des Technikers und Beweise, dass Dahls Befehle direkt von meinem Vater stammten. Ich muss diesen Techniker aufspüren und seine Verbindung kappen. Okay. Kommando Dahl, hier spricht Kasper. Statusbericht. Alle Hauptserver und Terminals gesperrt. RIP und Intercept-Protokolle laufen. Durchsuche Zugriffsmuster in den letzten 3 Stunden. Geschätzter Fortschritt 63%. Bestätigt.
fahre fort. Tja. Jetzt wird er einfach gehackt. Mal gucken, ob wir es auch hinkriegen. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so vorgesehen ist in der Story, aber ich glaube schon, weil sonst könnte man den ja nicht hacken. Und wir haben noch mehr als genug Zeit. Tja. Die Türen gehen wieder morgen. Gute Arbeit. Ich bringe den Rest meiner Truppe zur Atmosphärenkontrolle in der Lebenszeit. Wir jagen da als Blechdosen zur Hölle und sorgen dafür, dass es nicht noch mehr Unfälle auf der Station gibt. Gut so. Wow, 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 wow. Dals gesamte Crew besteht aus angepassten Operatoren. Er hat den Fehler gemacht, seine Hoffnungen in eine Maschine zu setzen. Oh ja. Fleisch und Blut sind schmutzig morgen. Aber am Ende sind sie das Einzige, was zählt. Sehr gut. Der Upload wird jetzt fortgesetzt. Wir treffen uns im Arboretum. Wir haben wichtige Arbeit vor uns. Ja. Gut, dann können wir wieder zurück. Hoffe ich mal. Ich glaube, es wird jetzt nicht mehr so viele Zwischenfälle mit den militärischen Operators geben. Ich sage immer Operators, damit meine ich Operatoren. Gut. Eigentlich können wir uns noch mal eben eine knallen lassen von einem der Medizin-Operator. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Genug fliegen hier herum. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen, Dr. Hugh. Ja. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medkit nicht heilen könnte. Ja, danke schön. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. Ja, ja. Nur ein, geht ganz, ganz schnell. Ja, ja, natürlich. So. Ziele. Da kampfunfähig. Ach so, Neuromotabteilung. Da wollte ich auch noch hin. Und wenn wir schon da sind, machen wir auch gleich den falschen Koch. Jawohl. Gut. Dann schauen wir mal. Trifft Dr. Ikel. Da lang. Naja, oder auch nicht. Da lang. Okay. Gut, dann wollen wir in die Lobby erstmal wieder zurück. Und von da aus dann in die Psychotronik. War es die Psychotronik? Ich glaube ja. Ich glaube, es war die Psychotronik, wo wir jetzt hin müssen. Wenn wir aber schon mal da sind, ne, können wir mal wieder wie immer alles entfernen. Die kommt weg. Die kommt weg. Die beiden kommen weg. Das bleibt hier. Verwenden. Noch eine. Ja, langsam werden die Dinger knapp. Langsam wird der Krempel wirklich knapp. Ja, von dem exotischen Material, da finden wir so viel und von mineralischen so gut wie gar nichts. Da, das ist schon ein bisschen... Bah. Triff Ikwe. Aber den sollen wir unten treffen. Was? Hier hinten? Hier hinten ist die Neuromotabteilung. Ja. Nicht Psychotronik, wir müssen in die Neuromotabteilung. Entschuldigung. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ach, du Arzt. Ach nein, wie süß.
Hey! Sowas. Ciao, Technopath! Reparatur kannst du jetzt aber mittlerweile vergessen. Das mache ich nicht. Ne. Moment, hier war doch noch. Da. Militäroperator. Nein. Dafür brauchen wir gerade viel zu sehr die Munition. Boah, kann der nicht mal richtig draufhauen? Da ist unglaublich. So,